Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal seht ihr schon unschwer um Fedora. Die neueste Version Fedora 29 ist vor ein paar Wochen erschienen und ich habe mir das Ganze in einer virtuellen Maschine jetzt mal hier installiert zu Präsentationszwecken. Ich habe es natürlich auch auf einer echten Maschine getestet. Und was kann ich sagen? Ich könnte eigentlich sagen, willkommen zu Ich zerstöre Fedora Review Präsentation. Denn ich bin enttäuscht von Fedora 29, richtig stark enttäuscht. Klar, es wird der neue GNOME Desktop ausgeliefert. Ich habe die GNOME Variante getestet, weil das ist die, die ja, Fedora standardmäßig als Workstation auch anbietet. Ansonsten könnt ihr euch die anderen Spins wie immer auch holen. Und die basiert auf den aktuellsten Versionen von GNOME. GNOME, lasst mich nicht lügen, 3.30, ja, wenn ich mich nicht komplett irre. Und eigentlich solltet ihr doch in Sachen Geschwindigkeit einiges getan haben, aber ja, so richtig habe ich davon nichts gemerkt. 3.30.2 ist die aktuellste Version. Ich habe hier mittlerweile auch sogar ein Update gemacht. Das könnt ihr hier ganz einfach machen, nach Aktualisierungen suchen. Und dann öffnet sich GNOME Software und hat dann dieses wirklich bizarre Modell, das nur von Microsoft, glaube ich, getoppt werden kann, dass es euch Updates anbietet und wenn ihr dann die installieren möchtet, dann startet das ganze System neu, ist dann für 10, 15 Minuten erst einmal nicht mehr benutzbar, weil es dann die Pakete runterlädt und installiert und dann nochmal neu startet in das neueste, in die neueste Version hinein, was ich komplett für abenteuerlich und obstrus halte, für den normalen Benutzer irgendwie. Das ist, wir sind doch bei Linux, wir sind bei der Linux-Distro, da könnt ihr doch nicht hier so ein Windows pullen, das geht da überhaupt nicht. Also das ist für mich komplett unverständlich, dass es immer noch hier drin ist. Und das, da kann ich allen nur empfehlen, benutzt die Kommandozeile und das DNF-Tool zum Updaten und nicht GNOME Software, weil das ist ein Graus, weil das will doch keiner machen. Nun ja, das also dazu, es ist ziemlich langsam, das System. Es ist ein bisschen was schneller geworden als die letzte Version, dank der neuen GNOME-Version. Trotzdem ist es hier mir ein bisschen was zu langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können uns mal die Systembewachung anschauen. Es sollten etwa 1, irgendwas Gigabyte verwendet werden. Genauso sieht es aus. Und die CPU-Kerne sind hier auch ständig aktiv. Das liegt einfach daran, weil ich in der virtuellen Maschine das Ganze laufen habe anscheinend. Vermute ich jetzt mal. Ansonsten ist es auch auf der echten Hardware etwas flüssiger, aber nicht super genial flüssig, dass ich sagen würde, da habe ich richtig Spaß mit dran zu arbeiten. Schauen wir uns die positiven Dinge mal ein bisschen an. Es wird immer noch der MP3-Codec unterstützt standardmäßig. Das heißt, wenn ich MP3-Dateien habe, können die standardmäßig auch ohne Probleme abgespielt werden. Kriege ich jetzt die Lautstärke lauter hier. Hört ein bisschen was von freier Musik im Hintergrund. Also das geht ohne Probleme. Wenn ich allerdings Videodateien habe, wie diese Videodatei hier, ist der Pokémon-Trailer, den ich mir runtergeladen habe. Die Realverfilmung von Pokémon, das ist, kann natürlich nur in die Hose gehen, aber wer weiß. Dann wird mir hier gesagt, okay, wir brauchen Codecs. Dann klicke ich auf in Software suchen, dann wird mir gesagt, alle Codecs sind installiert. Bringt mir also wieder gar nichts. Ich weiß nicht, was Fedora sich da wieder bei gedacht hat. Es ist halt wieder so ein Scherzkeks-Programm. Ich muss also tatsächlich wieder selber aktiv werden. Und die ganzen Fedora-Hilfen sind für den Arsch. Das muss ich einfach mal ganz so deutlich sagen, weil die einfach einem nur belehren möchten, dass man doch freie Software einsetzen möchte. Und wenn ich das Video hier abspielen möchte, muss ich VLC installieren. Oder ich muss auf die RPM-Fusion-Quelle reingehen und dann die aktivieren, damit ich das System dazu überreden kann, das Video abzuspielen. Das ist schon ein Problem, das wir seit 10 Jahren mit Fedora haben. Und ich weiß nicht, wofür in dem GNOME-Videos das mit integriert ist, dass man da nach Codec suchen kann, wenn es sowieso komplett für den Arsch ist, weil du den Codec nicht installieren kannst, weil es nicht angeboten wird. Also es ist sinnlos. Und Fedora hat daran nichts geändert. Dann standardmäßig, was ein GNOME-Unding ist aus meiner Sicht, ist hier, dass wenn ich hier das Ordner vor Dateien nicht sortiert werden, dass ich das jedes Mal umstellen muss, dass ich das jedes Mal suchen muss, weil das hier natürlich in dem Menü bei Sortieren nicht drin ist. Einfach hier eine Checkbox drin, anstatt verborgene Dateien auch nochmal eine Checkbox. Wäre doch super gewesen, Ordner vor Dateien zu sortieren, weil es ist ansonsten. Aber das ist so ein allgemeines GNOME-Problem, wenn ich hier einfach mal was suchen möchte, zum Beispiel, was weiß ich, ich wollte irgendwas
dann fängt er hier eine Suche an, auf dem ganzen Dateisystem rumzurödeln. Das macht besonders Spaß, wenn ich eine Remote-Quelle eingebunden habe. Also der GNOME-Dateimanager ist auch für die Katz. Und ja, das macht natürlich die ganze Sache auch nicht besser. Software, was bietet Fedora an Software an? Ja, das Nötigste, was man so braucht. GNOME-Fotos wird ausgeliefert. Das ist so eine ziemlich einfache, simple Fotoverwaltung. Im Grunde genommen ist es ein Fotoordner. Ihr könnt Bilder anklicken. Ihr könnt hier durchklicken. Ihr habt die Möglichkeit, die Bilder zu teilen, was im Grunde genommen einem die Möglichkeit gibt, hier das Ganze per E-Mail zu teilen oder falls ihr weitere Konten eingerichtet habt. Das erinnert mich alles hier, als ob es eine Smartphone-Clone-App ist von einem Android oder sowas. Als Hintergrund festlegen, auf Sperrbildschirm festlegen, vielleicht eine nette Sache. Eigenschaften auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nett, wenn man da die Blende sehen kann, die Brennweite, mit der fotografiert worden ist. Und natürlich bearbeiten gibt es auch noch. Das heißt zuschneiden, da kann man also ein bisschen was ändern, wenn man dann fancy ist. Farben kann man ein bisschen was ändern, wenn man denn möchte. Man kann allgemein noch was verbessern und hat Filter, die man einsetzen kann. Das erinnert mich auch wieder so ans Smartphone so ein bisschen. Das war es im Grunde genommen schon von der GNOME Photos App. Gut, Favoriten hinzufügen. Alben habe ich nicht rausgefunden, wie das funktionieren soll. Wahrscheinlich muss man hier irgendwelche Bilder zu Alben hinzufügen. Genau, mit dem Rechtsklick. Dann kann man hier irgendwie sagen, was kann man da sagen? Löschen. Zu Album hinzufügen. Und dann kann man neue Alben hinzufügen. Das war es aber dann auch schon mit der Organisation. Es gibt keine Integration für zum Beispiel Geolokalisierung, dass ich einfach sagen kann, okay, meine GPS-Tags aus den Bildern sollen ausgelesen werden, auf einer Karte angezeigt werden sollen, oder ich habe irgendwie Gesichter, die erkannt werden, und die sollen irgendwie danach sortiert werden und so weiter und so fort, oder nach Datum, und also dass das automatisch in einem Album für das bestimmte Datum sortiert werden soll. Alles nicht möglich, alles nicht hier zu sehen. Schade. Man kann sich aber andere Software nachinstallieren, wenn man möchte. LibreOffice hat ein gutes Feature. Wenn man es das erste Mal startet, teilt es einem mit, dass das Sprachpaket nicht installiert ist. Und dann gibt es hier so ein Pop-up, da kann man draufklicken und sagen, okay, ich möchte die deutsche Sprache installieren. Und dann wird tatsächlich auch die deutsche Sprache installiert. Also das funktioniert mit GNOME Software anders als die Codec-Geschichte. Hat aber auch schon bei Fedora 28 geklappt. Das ist also nichts Besonderes. Ansonsten wird hier wieder das hier ausgeliefert, Verschiedenes, wo wir die Fehlerberichterstattung als einziges drin haben, was so überhaupt keinen Sinn macht, das in einen Ordner reinzupacken. Also es fehlt mir einfach bei Fedora die Liebe, den Standard-Desktop vernünftig zu gestalten. Das fängt an schon, dass man das Standard-Theming lässt. Okay, damit hätte ich noch leben können, aber dann zumindest so einen Blödsinn hier vernünftig machen. Das mit den Codecs irgendwie vernünftig machen. Es ist unverständlich, warum man hier in GNOME Software nach Steam suchen kann oder nach Nvidia-Treibern, die findet, und dann wird einem gesagt, okay, aber du musst aber jetzt die APM Fusion Non-Free Steam-Quelle aktivieren. Wenn ich aber den AAC-Codec haben möchte, damit ich irgendeine Audiodatei abspielen kann, dann gibt es das hier nicht. Dann ist es hier einfach nicht drin. Und das ist einfach das, was mich nervt, und das macht überhaupt keinen Sinn. Also da müssen die Fedora-Leute doch ein ganzes Stück nochmal aufholen. Was mich dann auch nervt, ist dieses DNF in der Kommandozeile. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so lahm war, wie es jetzt ist, weil, wenn ich das finde, die Kommandozeile unter Hilfsprogramme wahrscheinlich. Genau. Also wenn ich DNF ausführe und zum Beispiel, was habe ich das letzte Mal gesucht? YouTube DL habe ich zum Beispiel gesucht. Dann hat es erstmal den Cache refreshed, und dieses Refreshen des Caches, das macht es jetzt auch. Das dauert gefühlt, okay, das hat er jetzt meckert er noch irgendwas wegen irgendwelchen GPG-Schlüsseln, die jetzt neu sind, von Cisco importiert werden müssen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich versucht habe, diesen H.264-Codec zu installieren. Und dieses Refreshen des Caches nach dem ersten Start oder sowas dauert einfach so lange, so unglaublich lange. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und hat man das mal gemacht für eine Suche als normaler Benutzer, dann muss man das, wenn man das jetzt installieren möchte und das als sudo ausführt, dann dauert es noch länger, diesen Cache zu refreshen. Das müsst ihr euch da mal vorstellen, dann dauert es nochmal so lange. Das heißt, ich habe insgesamt für die YouTube-DL-Installation 20 Minuten gebraucht. Kann natürlich an meiner langsamen Internetverbindung liegen, ich habe keine Ahnung, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es so langsam war jemals. Das ist also auch ein bisschen was nervig, und
Vor allen Dingen, es muss das doch nicht bei der Suche machen. Es müsste ein Cache schon irgendwie mitgeliefert haben oder irgendwas, ich weiß es nicht. Oder auch bei der Installation, warum muss es dann einen Refresh machen? Nun ja, es sind so die nervigen Sachen an Fedora, die mich nerven. Ihr habt das so ein bisschen gemerkt und ich werde mit dem ganzen Geschichte nicht warm und ich... Also Fedora hat aus meiner Sicht keine Daseinsberechtigung als Distribution für den blutigen Einsteiger, weil er damit nicht zurechtkommt. Und auch für den Fortgeschrittenen fehlen einfach ein paar Komfortfunktionen und das System ist einfach langsam. Es ist einfach langsam und in die Jahre gekommen und ich weiß nicht, diese Modularitätsfunktion, die jetzt in Fedora 29 hinzugekommen ist, das kann man ja mal in der Softwarequelle vielleicht hier sehen. Wenn wir uns die mal anschauen, dann werden wir sehen, gibt es eine neue Softwarequelle für Modularität. Sehen wir nicht. Wir sehen hier die Linux Vendor Firmware Services, die standardmäßig aktiviert sind. Das ist schön. Also so wird zum Beispiel dann euer BIOS geupdatet und so weiter und so fort. Das hier habe ich jetzt selber aktiviert. Das war allerdings nicht hier oben drin aus irgendwelchen Gründen, denn das hat sich erst, nachdem ich auch manuell nach Codex gesucht habe, konnte ich das aktivieren. Auch wieder so ein Unding aus meiner Sicht und wir sehen die Modularitätsquelle hier nicht. Das ist wahrscheinlich die hier, ich habe keine Ahnung. Also wir haben eine Modularitätsquelle auf jeden Fall auch noch drin, die einem ermöglicht, dann halt eben zum Beispiel von einer bestimmten Softwareversion eine bestimmte Version zu installieren und dann auch eine neuere Version parallel dazu zu installieren. Das ist also eine sehr nette Geschichte. Das setzt meines Wissens nach nicht auf Flatpaks auf. Flatpaks ist auch eine interessante Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wie man die hier finden soll, die Flatpaks. Also ich habe schon mal die üblichen Verdächtigen nach Spotify gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Auch wenn ich es richtig tippe, seht ihr, wird nichts gefunden. Wenn ich VLC eintippe, wird nichts gefunden. Wenn ich MPV eintippe, wird irgendeine Extension gefunden, die ohne den MPV wenig Sinn macht. Mplayer wird mir auch nicht gefunden. Also es ist so ein bisschen... Also für den erweiterten Nutzer nichts richtig, nichts Halbes und nichts Ganzes. Für den blutigen Einsteiger auch nichts Halbes und nichts Ganzes aus meiner Sicht, weil er eben schon daran scheitert, dass er die Videos nicht abgespielt bekommt und den Codec nicht installiert bekommt, wenn er ein Video abspielen möchte. Und hier scheint mir das auch alles so ein bisschen ziemlich eingeschränkt zu sein, was das Ganze angeht. Ich möchte einfach VLC installieren und das geht hier nicht. Und ja, das nervt. Das war mein Review zu Fedora 29. Ihr könnt natürlich euren Senf abgeben unten im Kommentarbereich, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ich bin stark enttäuscht von Fedora. Sie haben nichts gemacht, außer eben die Software geupdatet. Vielleicht bin ich, ihr könnt im Kommentarbereich auch rumfluchen, dass ich keine Ahnung habe, von was ich hier erzähle und dass Fedora doch ganz gut ist, aber ich sehe die Zielgruppe von Fedora ganz einfach nicht, weil erweiterte Benutzer, die ein bisschen was mehr haben möchten, müssen sich halt mit so viel Unangenehmen hier rumärgern, dass das einfach den Aufwand nicht wert ist. Dann nimmt man sich doch lieber ein Arch Linux, ein Manjaro, selbst ein Neptun oder so etwas oder ein Netrunner. Es läuft einfach 10-mal besser als Fedora 29. Und ja, also Fedora hat aus meiner Sicht die Daseinsberechtigung verloren, weil es halt eben keine vernünftige Zielgruppe hat und man keine Entwicklung erkennen kann bei Fedora. Also eine distributionseigene Entwicklung. Man integriert die Vanilla-Gnome-Geschichten, das ist sehr schön. Ubuntu macht zumindest noch ein bisschen was mehr an Gnome, um es noch schneller zu machen, noch performanter zu machen. Das merkt man auch. Hier macht man das nicht. Hier möchte man mit Upstream arbeiten, schöne Geschichte, aber wo ist die eigene Identität von Fedora? Die sieht man hier auf dem Bildschirm. Das Wallpaper ist im Grunde genommen alles, was von Fedora übrig geblieben ist, an eigener Distro-Identität. Das ist schon ein bisschen was traurig. Nun ja, das war's für mein Review. Kommentare bitte abgeben, ansonsten liken und abonnieren und das bis zur nächsten Show.